Ich möchte dich herzlich begrüßen, wieder zu einem neuen Thema. Das heißt heute Familie / Gottes Plan? Fragezeichen. Ich möchte das einmal von einer anderen Seite anschauen. Überlegen wir, dass die Familie in erster Linie ein Schöpfungswerk Gottes ist. Er hat sie geschaffen. Er bestimmt auch die innere Struktur der Familie. Er hat ihr ein Ziel gesteckt und ihr Aufgaben gegeben. Er hat erlaubt und bewirkt, dass Mann und Frau zusammen sein dürfen. Er hat es am Anfang schon in der Schöpfungsgeschichte so bewirkt, hat Mann und Frau geschaffen. Es ist die göttliche Ordnung, die eine Familie zusammenhält, in Autorität und in Verantwortung füreinander. Keiner herrscht über den anderen. Wir sollen eins sein. Ich möchte mal ein Lied singen, das heißt zwar, wenn Brüder in Einheit zusammen sind, aber denkt einmal nach, wenn Mann und Frau in Einheit zusammen sind. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Wahrheit zusammen sind. Denn dort hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Sieh, wie fein und wie lieblich ist, wenn Mann und Frau in Einheit zusammen sind. Könnten wir auch da in den Text einbauen. Ja, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, sagt die Bibel. Wir wissen, dass wir in sehr vielen unterschiedlichen Familienformen derzeit leben. Patchwork-Familien, einfach nur zusammenleben. Geschieden, viele Verletzungen durch Scheidungen, Kinder, die den Vater vermissen, Kinder, die die Mutter vermissen, Familien, die in ihrer Einheit zerstört sind. Und doch gibt es Familien, die wirklich noch funktionieren, ich möchte mal wirklich so sagen, funktionieren. Es ist nicht die Liebe, die die Ehe zusammenhält, sondern eine gelungene Ehe voll Achtung und Treue, die die Liebe aufrechterhält. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Es ist nicht die Liebe, die die Ehe zusammenhält, sondern eine gelungene Ehe voll Achtung und Treue, die die Liebe aufrechterhält. Ich habe mit 22,5 Jahren geheiratet. Ich habe nichts von der Ehe gewusst. Ich habe zwar das Beispiel meiner Eltern gesehen, meine Frau selber ist aus einer geschiedenen Ehe herausgekommen. Wir hatten eigentlich keine Ahnung. Meine Frau wollte immer, dass alles wirklich so funktioniert, weil sie selber die Erfahrungen gemacht hat, wenn man vaterlos aufwächst. Obwohl ihr Stiefvater wirklich ein sehr netter und lieber Mann war. Und trotzdem sind wir am Anfang gescheitert. Wir sind jetzt knapp vor einer Scheidung gestanden, aber die Probleme waren einfach darin begründet, dass ich keine Ahnung gehabt habe. Ich wollte leben und wollte Freiheit haben. Ich habe mich oft wie gefesselt gefühlt. Und das war der Schlüssel dafür, dass ich dann fremdgegangen bin. Aber da hat meine Frau dann etwas gesprochen.
Das war vor 33 Jahren oder fast 34 Jahren jetzt, hat sie gesagt, wer bin ich, dass ich über die Sünden von meinem Mann entscheiden dürfte oder richten dürfte. Das war damals eine Befreiung. Sie konnte mir vergeben. Sie konnte zwar zeitlang nicht vergessen, aber vergeben. Und heute ist es alles vergessen und vergeben. Treu, Achtung und Vergebung sind die Grundlagen und letztendlich auch der Glaube an Gott und an seinen Sohn, der uns am Kreuz die Gnade der Sündenvergebung bewirkt hat. Das sind die Schlüssel für eine gelungene Ehe. Treu, Achtung und Vergebung. Ich möchte noch mit einem Lied abschließen. Das heißt, wir sind teuer erkauft. Nicht mit vergänglichem Silber, nicht mit vergänglichem Gold, sondern mit deinem teuren und kostbaren Blut hast du mich erkauft. Nicht mit vergänglichem Silber, nicht mit vergänglichem Gold, sondern mit deinem teuren und kostbaren Blut hast du mich erkauft. Ich bin teuer, teuer erkauft, ich bin teuer, teuer erkauft, ich bin teuer, teuer erkauft. Jesus, du gabst alles für mich. Wir sind teuer erkauft. Und Gott, der die Ehe gegründet hat, möchte gern, dass wir wissen, dass wir durch Jesus Christus teuer erkauft worden sind und dass uns vergeben ist. Ganz gleich, wie es in deiner Ehe, in deiner Beziehung ausschaut, schau auf Jesus. Er wird dich führen und wird dich leiten. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden, der heute zugehört hast, dass du ihn führst und leitest in seiner Beziehung mit seiner Frau, mit seinem Mann, mit ihrem Mann, mit den Kindern, mit den Eltern, ganz gleich, wer immer in der Ehe mit eine Rolle spielt, dass du uns allen ein vergebendes Herz gibst, Herr. Und dass das stimmt, dass du die Ehe gegründet hast, die wir nicht zerstören sollen. Ganz zum Schluss möchte ich noch vorlesen, was in der Bibel steht über die Frau in den Sprüchen. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als kostbarste Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und umgekehrt, beim Mann soll es genauso sein, du sollst deiner Frau Gutes und nichts Böses erweisen. Wirklich Gutes alle Tage deines Lebens. Amen.